Er weiß, was er tut. Dr. Peter Wittmann ist Herzspezialist. Er kennt sein Handwerk und er bricht die Herzen der stolzesten Frauen. Das klingt jetzt schlimmer, als es ist. Denn Herr Doktor macht das nicht wirklich. Er singt im Nebenberuf die Schlager der 20er Jahre. Wie das zusammengeht, Kunst und Kardiologe, das wollte Gabi Weber wissen und hat den gebürtigen Franken besucht, der jetzt in Weiden in der Oberpfalz lebt. Du hast Glück bei den Frauen, Bellamy. So viel Glück bei den Frauen, Bellamy. Er gilt als Max Rabe der Oberpfalz, Peter Wittmann. Seit 10 Jahren erobert er mit seinem Ballhausorchester die Herzen des Publikums. Und auf Herzensangelegenheiten ist er spezialisiert. Peter Wittmann ist im zivilen Leben Kardiologe. Wenn er sich abends auf den Weg macht, dann eilt er nicht zu seinen Patienten. Dann ruft die Bühne und die fasziniert ihn schon seit Schülertagen. In Nürnberg wurde er geboren. Zum Studium ging er nach Regensburg und München und dort gehörte er dann einer kleinen Theaterszene an. Jetzt hat er sich den Chansons der 20er Jahre verschrieben. Ich denke, dass die 20er Jahre zum Teil einfach auch stehen für eine gewisse Lebensfreude, für Lebenslust, für Verführung, Galanterie, für Charme. Und ich glaube, dass das unserer Zeit manchmal ein bisschen fehlt. Etwa 30 Auftritte hat er pro Jahr. Peter Wittmann hat auch Gesangsstunden genommen. Die Vorbereitung läuft wie bei den Profis. Nur statt der Garderobiere hilft seine Frau ihm in den Frack. Sie unterstützt auch seine Sangesambitionen. Die Bühne, Hobby oder Leidenschaft? Leidenschaft. Sicherlich Leidenschaft. Also da hängt schon mein ganzes Herz dran. Und ich denke, wenn man etwas so lange macht, wenn man mal dieses Bühnenfeuer gefangen hat, das lässt er nicht mehr los. Ja. Mit 3 verschiedenen Formationen tritt der singende Doktor auf. Entweder nur mit Pianist, den Ballhausboys oder dem 8-köpfigen Ballhausorchester. Doch immer ist viel Schwung, Charme und Herz dabei. Apropos Herz, Herr Doktor, nur eine Pumpe oder sitzt der Emotionen? Es ist ja auch in der Tat in der Medizin so, dass immer der ganze Mensch erkrankt ist, nicht nur ein Organ. Und natürlich steht das Herz für viel mehr und wird nicht umsonst in der Literatur, Poesie oder in der Musik immer wieder verwandt. Ja. Für eine Nacht voller Seligkeit, da gebe ich alles hin. Doch ich verscheck mein Herz nur dann, wenn ich in Stimmung bin. Wenn ich in Stimmung bin. Ein Herzenswunsch geht für Peter Wittmann im April in Erfüllung. Dann tritt er gemeinsam mit Johannes Heesters auf.